ist Heinz Leichner. Ich bin der Vorsitzende vom KSZU Meiningen, Kampfsportzentrum Universum Meiningen. Und heute feiert uns oder heute veranstaltet unsere Abteilung Fitness und Gesundheit die erste Zumba-Party hier in Meiningen. Mein Name ist Susi Klapka, ich bin die Zumba-Trainerin hier im Verein und Mitorganisatorin der Veranstaltung. Zumba ist einer der Bereiche, die wir in dem Kampfsportverein abdecken. Und für uns ist es eine Premiere. Es haben schon viele Zumba-Partys in der Region stattgefunden, aber das ist unsere eigene. Und auch noch zugunsten unserer Kinder des Vereins, weil wir mit dem Erlös gerne Spiel- und Sportgeräte für die Kleinsten anschaffen möchten. Wir sind selbst überrascht über diese riesige Anzahl von tanzbegeisterten Frauen und Männern sogar, möchte ich sagen. Und es ist eine wichtige Abteilung von uns. Und da haben wir gesagt, wir haben ja in der Abteilung Fitness und Gesundheit die Unterabteilung Zumba. Wir sind alles ausgebildete Zumba-Trainerinnen mit Lizenzen. Und dann machen wir. Ich bin Superlehrerin und ich komme aus Brasilien. Ja, ich finde, dass er den Deutschen nicht tanzen kann, das ist ein Gerücht. Also da sind sehr, sehr, sehr gute deutsche Tänzerinnen und auch Anfänger, die sich sehr gut bewegen kann. Und was ich machen muss, ich schreie hu und sage, komm Mädels, ein bisschen wackeln und das klappt schon von alleine. Super. Oh,
Hatten natürlich schon ein paar Bedenken, wenn man Neuland betritt, werden wirklich genug kommen, um erstmal die Kosten zu decken? Oder werden wir genug überhaupt mobilisieren können, heute hier in die Multihalle zu kommen, auf den Samstag gegen Abend? Aber wir sind positiv überrascht. Wir haben im Vorfeld schon über 100 Karten verkauft. Das ist, denke ich, für die Premierenveranstaltung doch sehr gut. Wir haben weit über 100 Besucher heute bei uns. Und genau darum geht es ja, einfach den Spaß am Tanzen zu vermitteln, sich zu bewegen. Es geht nicht um Perfektion oder die Bewegung 1A auszuführen, sondern einfach ein Lebensgefühl zu spüren. Ich bin schon in Deutschland 6 Jahre und ich mache gerade meine Ausbildung als Industriekauffrau. Nebenbei mache ich auch Zumba-Kursen und ja, also Tanzen ist auch meine Leidenschaft. Ja. Wir haben ja neben unserer Abteilung Fitness und Gesundheit haben wir Taekwondo, wir haben Boxen, also alles verbandsmäßig Boxen, wir haben Karate, wir haben Capoeira, das ist eine brasilianische Kampfsportart, wir haben Fechten, sind wir sehr erfolgreich und Nachwuchs ist immer willkommen bei uns, aber wir haben auch guten Nachwuchs. Schön. Dieser Spaß, diese Freude bei den Leuten und naja, ich sage immer, Bewegung macht Spaß. Ne? Muss man nicht perfekt sein, einfach sich bewegen und Spaß daran haben, glauben an sich selber und denken, ja, ich habe Spaß, ich will weitermachen, ist egal wie. Und dann mit der Zeit, Schritt bei Schritt, man lernt das und das kommt von alleine. An Zumba ist, dass es jeder machen kann, dass jeder jederzeit einsteigen kann. Das haben Sie ja jetzt auch selber erleben können. Man braucht keine Vorkenntnisse. Es ist ganz egal, ob man schlank ist, ob man ein paar Kilos mehr zu viel hat oder auch das Gefühl hat, man hat keinen Rhythmus. Das kommt von ganz alleine, wenn man sich mitreißen lässt von der Musik. Und das ist das Schöne an Zumba. Es ist für jedermann geeignet. Und man kann damit natürlich abnehmen, ordentlich Kalorien verbrennen, deswegen schwitzt man auch so, aber man kann einfach auch ein bisschen was Gutes für sich tun, für die Seele, ja, und den Körper ein bisschen definieren.
nach Mexiko schicken, von meiner Mama, von meinem Papa, von meiner ganzen Familie, also von ganz Mexiko eigentlich. Von meinen Kindern, die sind halt hier in Deutschland, aber auch schöne Grüße von mir. Muchos saludos a mi mamá, a mi papá, a mi familia y a toda la gente bonita, a mis amigos que me apoyan desde allá, desde México. Y a mis hijas, por supuesto, que las amo y siempre están a mi lado. Pai, oi mãe, oi irmãos, um beijo para vocês e eu tô aqui dando a minha aulinha de zumba e um pensamento lá em casa e em alemão, oi, hallo Leute, ich wünsche euch viel Spaß und viel Toleranz und Peace und Zumba Power. Nachdem wir natürlich so einen Erfolg mit unserer ersten Zumba-Party hier in Meiningen haben, möchten wir das schon gerne in Zukunft auch als feste Veranstaltung mit in unseren Terminkalender aufnehmen. Wann die nächste sein wird, wissen wir jetzt noch nicht. Aber es wäre vielleicht anzudenken, noch eine im Herbst zu machen. Oder aber wir kommen dann jedes Jahr im Januar, wenn die guten Vorsätze noch frisch sind, wieder hierher. Natürlich kann sich jeder vor Ort erkundigen, wo bei ihm in der Nähe Zumba-Kurse stattfinden, auf zumba.com. Aber man kann sich natürlich gerne auch an den KSZU wenden. Wir haben auch eine Internetseite, Kampfsportzentrum Universum, wo man alle Termine findet.